wir sehen hier noch eine Handlung, die mustahab ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt hier, er ist, wenn in einem Vers eine Aufforderung kam, hat er sie ausgeführt. Zum Beispiel, Sabbih isma rabbika al-a'la, und preise deinen Herrn, den Allerhöchsten. Dann hat er gesagt, ist er stehen geblieben an dieser Stelle des Verses und hat in sich gesprochen, Subhana rabbi al-a'la. Wenn in dem Vers gesagt wird, وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا, und sagt, mein Herr, mehre mich an Wissen, dann sagt er, رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. Wenn dort aufgefordert wird, vor ihm Zuflucht zu suchen, sucht er Zuflucht. Wenn darin aufgefordert wird, ihn zu bitten, bittet er ihn. Das heißt, er interagiert sozusagen mit dem Koran. Das ist eine Art, das hat zwei Vorteile. Oder bestimmt mehrere Vorteile. Aber eines davon ist, dass du gedanklich beim Koran bleibst. Weil irgendwann kann es passieren, dass das Lesen zu einer mechanischen Aktion wird. Das heißt, du bewegst nur noch dein Mundwerk, Mesh, aber die Gedanken entgleiten immer weiter, immer weiter, immer weiter. Diese Aufforderungen, mit dem Koran mitzumachen, ziehen dich immer wieder zurück zum Koran. Also gedanklich. Mashi? Und er sagt, yaqra'u mutarassilan, das heißt, er liest den Koran in Ruhe und gibt jedem Buchstaben sein Recht und spricht alles langsam und sorgfältig aus. Ja.